Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. So, hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben und wir werden diesmal wieder nach Monterre reisen. Und zwar brauchen wir Brot und Käse. Nein, Brot und Fleisch. Für die Hauptstadt. Was ist los, Mora? Zeig mir deine Ware. Alles klar? Für diesen dicken Ork Torek zu arbeiten, ist die reinste Schinderei. Erstmal Pause machen. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Bring mir was über das. Dazu bist du noch nicht bereit. Weiter, Mora. Weiter, Mora. Zeig mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Da gibt's nicht viel zu wissen. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Waffenschmieden. Rohling heiß machen, bearbeiten, abkühlen. Aber so eine Erzwaffe braucht natürlich einen Erzrohling. Das ist der. Zeig mir deine Ware. Soll ich das jetzt beeindrucken? Ist das dein Ernst? Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Du weißt genau, wohin uns geht. Als wenn das so einfach wäre.
das dein Ernst? Warte mal. Hier brauchen wir doch zu der Erzwaffe brauche ich nur 140. Wie viele Lernpunkte haben wir denn noch? 5. Das gibt doch nur wieder Ärger. Würdest du nur weiter so. Ist das dein Ernst? Glaubst du wirklich? Kann dir doch egal sein. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Du solltest meinen Rat annehmen. Das hätte ich noch besser wissen müssen. Bonustalent starker Schwertkämpfer. Jawoll. Da, wir haben eine neue Waffe. Wir haben eine neue Waffe. Ja, die Bogen, die Bolzen zieht er. Nimmt er sich von alleine. Wir werden jetzt erstmal die ganzen Händler abklappern, um Geld zu kassieren. Muss das Zeug loswerden. Teleportstand um den Ort. Teleportstand nach. Ardena. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du bist in Ordnung.
Noch nicht. Beweise erstmal, dass du es auch wert bist. Also die Rüstung können wir auf jeden Fall uns holen. Du bist in Ordnung. Wir sehen uns. Am besten, du erledigst das selbst. Zeig mir deine Ware. Na hier an dem Bauernhof waren doch Schweine. Die geben doch bestimmt ein bisschen Frischfleisch. Womit denn? Ich würde sagen, wir gehen noch mal in die Höhle rein hier.
Da! Okay, und ja, läuft ja eigentlich ziemlich gut. Diesmal. Ich muss sagen, das läuft gerade deutlich besser als vorher. Also die Rubinklinge, das ist mein aktueller Favorit hier. Nein! Ernsthaft jetzt? Nein!
Also die Klinge ist auf jeden Fall super. Also muss ich wirklich sagen. Also ich muss sagen, mit der Rubinklinge geht das ganz schön gut voran hier.
Da! Da! Okay. Wie komme ich jetzt da runter?
Legen wir mal auf die 4. Haben wir denn noch einen Bogen? Ne, einen Bogen haben wir gar nicht mehr. Selbst geschmiedet. Macht die plus 10, na, 95 Schaden. Ja, ist doch super. Ist da ein Drache drinne? Okay. Hier steht was über Alchemie. Jetzt rauben wir den ja aus. Komm, scheiß drauf. Erzähl mir mehr über dieses Faring. Faring ist eine hohe Bergfestung am Pass zu Nordmar in der Nähe eurer Hauptstadt Vengard. Unsere stärksten Krieger sind dort stationiert. Für jemanden wie dich lohnt sich die Reise nach Faring nur, wenn du ein bekannter Gladiator bist. Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich.
Hey, du! Was schleichst du hier rum? So, wir haben Gotha befreit, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Ah, 22, okay. Also das habe ich jetzt, eine Fleischschwanzen habe ich da drauf. 18 mal Brot. Na, der Jens hat doch bestimmt auch noch was hier. Zeig mir deine Ware. Hat nichts zu futtern. Was ist los mit den Leuten hier? Ich meine, das Fleisch kriegt man schnell zusammen für die City, aber das Brot... So, jetzt sind wir bei 26. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr.
Da! 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 Oh. Müssten wir jetzt eigentlich das Fleisch zusammen haben? Rein theoretisch. Und ich sehe, wir haben auch schon wieder 43 Minuten voll. Okay, Freunde. Dann werde ich an dieser Stelle mal Stopp machen. Fleisch müssten wir auf jeden Fall zusammen haben. Da fehlt uns nur das Brot. Da gucke ich aber nochmal in Mortana oder so. Ja, da werde ich da nochmal gucken, weil. Also das Brot wird richtig schwierig werden. Fleisch ist kein Problem, ja, weil du kriegst aus fast jedem Ding hier. So, jetzt habe ich 34 mal Fleisch. Ja. Aber 34 mal, das reicht auf jeden Fall. Ich brauche aber noch 12 mal Brot, dass ich die zwei Missionen dann abschließen kann. Und ich weiß absolut nicht, wo ich sie herkriege. Das Brot kostet ja nicht viel. Das ist ja, das ist es ja eben. Also das Brot, das kostet ja nicht viel. Das muss ich dann eben nur bei Händlern kaufen. Zeig mir deine. So, Brot hat der Typ nicht. Was ist denn. Wo ist denn hier der andere Händler? Ja, Händler. Zeig mir deine. Hat nur gebratenes Fleisch, aber ich nehme das. Das nehme ich auf jeden Fall. Ganz normales Wasser nehme ich auch. Am besten du erledigst das selbst. Ja klar. Du hast gut recht. Zeig mir deine. Langschwert, zwei Händler. Ich hab damit kein Problem. Kann dir doch egal sein. Na, wenn ich Eisenerz wieder in die Pfoten kriege, dann mache ich natürlich das Bastardschwert hier. Das bringt mir, was waren es, 4000 pro Stück? Rubinklinge habe ich jetzt gerade aktuell selber. Obwohl das eigentlich besser ist hier. Nee, warte mal. Bonustalent, starker Schwertkämpfer.
Ach so, benötigte Stärke. Okay. Nö, dann behalten wir die natürlich. Es ist aber jetzt gerade aktuell nur das Bonustalent, das ich durch das Schwert habe. Aber das ist egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.